Hallo und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem neuen Video hier, zum vierten Video meiner Fullface-Reihe. Ja, heute geht es um die Marke Revolution Pro. Alles, was ich bei Revolution Pro in der Theke nicht bekommen habe, habe ich durch Make-up Revolution normal eben aufgestockt. Ich glaube, es ist einfach dasselbe. Nur, dass Make-up Revolution Pro, ich glaube, noch ein bisschen hochwertiger ist. I don't know. Ich habe die Unterschiede noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht wisst ihr ja Bescheid und könnt es mir in die Kommentare schreiben. Jedenfalls würde ich sagen, starten wir direkt mit einem weiteren Full-Face One-Brand Make-up-Tutorial. Los geht's. Viel Spaß dabei. So, super interessant fand ich. Fängt ja schon wieder geil an. Fand ich diesen Blur Primer Stick. So schaut das Ganze. Ew. Ist der schon benutzt oder was? Ich hasse es, in diesem Einkaufszentrum einkaufen zu gehen. Da wird alles kaputt gemacht. Ich hasse es. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie kann man so asozial sein? Mein Gott, es gibt Leute, die zahlen dafür den vollen Betrag, Freunde, und haben ein benutztes Produkt zu Hause, was man, wo man nicht weiß, wie lange ist es geöffnet, wo man nicht weiß, wer hatte das auf seiner Haut. Und das zur aktuellen Situation. Boom, geht gar nicht. Aber ich habe jetzt hier mal die erste Schicht runtergemacht und gebe mir das ins Gesicht auf. Ich gebe das tatsächlich auch direkt hier ins Gesicht auf. Wow, fühlt sich voll angenehm an. Ich hoffe ja, dass wir heute mal hier einen richtigen Abriss haben, was Make-up angeht. Die letzten Tage, speziell was den Lidschatten anging, ließen ja ein bisschen Luft nach oben übrig. Fühlt sich mega angenehm an. Ich verteile das Ganze jetzt noch einfach mal mit den Händen. Bisschen so wie Vaseline, aber nicht ganz so fettig. Aber ja, schon weichzeichnend merkt man schon auf jeden Fall, dass die Haut ultra geschmeidig aussieht. So schon. Mal gucken, wie die Foundation drauf fällt. Ich glaube, ich habe schon mal einen Make-up Revolution Full Face Look hochgeladen. Nicht nur einen, sondern schon ein paar mehrere, weil ich die Marke sehr, sehr gerne mag. Zu Make-up Revolution Pro habt ihr noch gar nicht so viel gesehen. Da habe ich aber auch keine Foundation gefunden, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich zur normalen Revolution Theke rübergeschwappt und ich habe diesmal wieder eine neue Foundation geholt, weil ich linke euch das andere Video mal hier oben ins i rein. Ich schaue mal, ob ich es noch finde. Die Foundation war der größte Flop überhaupt. Ich habe sie nie wieder verwendet danach. Sie liegt hier immer noch und gammelt vor sich hin. Super schade. Deswegen hoffe ich, dass die Conceal & Define Full Cover Foundation besser sitzt. Die kommt hier mit so einem riesen Applikator. Und auch damit gehe ich direkt in mein Gesicht rein. Und verteile das Make-up im Anschluss dann mit meinem angefeuchteten Beauty Blender. Und ich muss sagen, die Farbe passt schon mal ziemlich gut. Sie sah in der Verpackung etwas dunkler aus. Ich habe die Farbe F8 gewählt und die Foundation lässt sich mega gut einarbeiten. Freunde, First Impression, muss ich sagen, gefällt mir das Finish ziemlich gut. Ich bin mal gespannt auf die Haltbarkeit. Beim letzten Mal, ja, schwamm sie mir weg. Also ich hatte das Gefühl, dass sie nicht richtig drauf sitzt. Das habe ich jetzt hier gar nicht. Ich bin noch ein bisschen skeptisch wegen dem Primer. Der fühlt sich so ein bisschen, ja, halt vaselinig an. Ich kenne das nicht. Es ist auf jeden Fall mal etwas Neues. Ich werde das Ganze jetzt einmal hier mit dem Concealer aufhellen. Zumindest unter dem Auge und auch so ein bisschen auf dem Lippenherz. Da habe ich auch einen Revolution Pro Concealer. Den habe ich euch mal gezeigt. Ein richtiger Dupe zum Yves Saint Laurent Touche Eclat. Den mag ich auch super gerne. Den hatte ich bereits in meiner Schminksammlung. Also den brauchte ich nicht neu kaufen. Und auch hierzu habe ich euch schon meine Review gegeben. Der gefällt mir wirklich richtig gut. Auch mit diesem Leo-Muster habe ich ein Puder am Start und das ist ein transparentes Puder. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, eines von den farbigen zu wählen. Das sah mir alles ein bisschen suspekt und nicht so passend aus, damit das hier wirklich jetzt eine Gelingengarantie ist, habe ich mich für ein transparentes entschieden. Das wird schon irgendwie gut sein. Ne? Ich nehme das wieder mit einem fluffigen Pinsel auf, wie immer, und gebe mir das im Gesicht auf. Viel zum Thema Gelinggarantie. Ich sehe aus wie ein Geist. Dieses Puder hinterlässt einfach einen weißen Schleier. Das habe ich wirklich super, super selten bei Translucent Powder. Also die sitzen wirklich meistens transparent drauf. Die sieht man gar nicht. Aber das hat mich gerade kurz zur Kalkleiste gezaubert. Mal gucken, ob wir es nachher noch ein bisschen auskaschiert bekommen. Ist ja zum Glück nur das Puder und nicht die Foundation.
Wir machen erstmal weiter mit den Augenbrauen. Hier bin ich sehr gespannt. Ich habe den Augenbrauenstift in zwei Farben mitgenommen, weil ich nicht wusste, welcher jetzt passen wird oder besser passen wird. Es gab nämlich keine Tester. Ich habe einmal die Farbe Medium Brown und einmal die Farbe Light Brown. Und die sahen beide ziemlich gut aus. Von der Verpackung her zumindest und von der Form hat mir das Ganze ziemlich zugesagt. Ich glaube, ich starte tatsächlich mit Light Brown. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das war so tatsächlich mein zweiter Gedanke, also nicht das erste Produkt, was in meinem Warenkorb gelandet ist. Die Form finde ich ziemlich cool. Ich glaube, damit kann man die Augenbrauen richtig cool nachziehen. Und ich gehe jetzt in die Kontur, schärfe meine Augenbraue und fülle sie dann in strichelnden Bewegungen auf. Okay, der Stift gibt sehr gut Farbe ab, wird aber trotzdem nicht mein Favorit, weil ich ihn sehr wachsig finde und auch von der Farbe nicht zu 100% passend. Vielleicht könnt ihr das sehen, der hat so eine leicht gelbliche Unternote irgendwie. Also, ich weiß nicht so recht. Ist ein gutes Produkt an sich. Mir gefällt auch die Spule hier hinten ziemlich gut. Die ist so ein bisschen gröber, womit man wirklich gut Produkt ausblenden kann. Wenn ihr starke Augenbrauenstifte mögt und wenn ihr so wachsige Konsistenzen bei Augenbrauenstiften mögt, dann könnt ihr euch den mal anschauen. Für mich persönlich ist das jetzt nicht so die erste Wahl. Ich werde das Ganze jetzt noch einmal in Shape bringen mit einem Augenbrauengel. Hier habe ich die Farbe Ash Brown gewählt, auch eher mehr so ein hellerer Ton. Und damit gehe ich nochmal in die Augenbrauen rein und kämme das Ganze nach oben und mache den Augenbrauenlook haltbar. Auch hier hat das Ash Brown so eine etwas gelb-grünliche Unternote. I don't like it. Ich mag's nicht so gern. Make-up Revolution Lidschattenpaletten hier in meiner Schminksammlung. Ne? Ich sag ja auch immer wieder, ich mag die total gerne. Ich benutze die auch echt super häufig, weil die ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ich finde, man kriegt für kleines Geld eine super Qualität und wenn man sich davon ein paar in die Schminksammlung legt, dann hat man wirklich eine schöne Farbauswahl, womit man wirklich gut durch den Tag kommt, sag ich mal. Ich musste aber noch mal zwei neue haben und zwar einmal diese Palette. Das ist die Forever Flawless Utopia Palette. Oh, schaut euch mal dieses Packaging an, ne? Und der Inhalt, Freunde, so schön. Ich bin hier eben reingedatscht. Wow. War nicht geplant, aber diese Palette ist super, super krass schön. So ein lila Shades, blau, gold. Also hier kann man richtig kreativ werden. Ich mag sie total. Eine Palette, ich glaube, die Opium, also Forever Flawless Opium Palette, habe ich hier. Und die ist von der Pigmentierung her tippitopp. Also ich setze heute auf Make-up Revolution, dass wir endlich mal Power aufs Lid bekommen. Nicht so wie in den letzten 3 Tagen. Dann habe ich noch eine Palette mitgenommen. Aus der Make-up Revolution Pro Serie tatsächlich. Und zwar die Night and Day Palette. Die hat mich richtig gecatcht, ne? Ich hoffe, ihr könnt das schön sehen, wie brillant diese Lidschatten aussehen. Die ganze Palette sieht super edel aus in diesem pearly Lederoptik-Look. Wow. Wow. Ich glaube, die scheppern, ich glaube, die glitzern richtig krass. Und ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt was Bombastisches daraus kreieren. Ich gehe all in und starte mit der Utopia-Palette und dem krassen lila Ton. Gebe das Ganze in den äußeren und in den inneren Augenwinkel. Freunde, auf Make-up Revolution ist Verlass. Ihr seht diese Pigmentierung, also die ist auf jeden Fall am Start. Ich gebe den Lidschatten auch noch direkt unten am unteren Wimpernkranz entlang, einfach um das Augen-Make-up direkt miteinander zu verbinden. Jetzt vertiefe ich den äußeren und inneren Augenwinkel nochmal mit einem satten Schwarz aus der Night and Day-Palette. Freunde, das ist eine Seltenheit. Ich vermisse in jeder Palette wirklich so ein tiefes Schwarz. Hier haben wir es endlich mal. Damit kann man wirklich jeden Look richtig aufpimpen und dem Auge richtig viel Tiefe geben. Vor allem auch, weil man ja selber entscheiden kann, wie intensiv man das Schwarz aufs Auge bringen möchte. I like it. Jetzt habe ich das Zentrum des Lides noch ein bisschen ausgereinigt von Pigmenten, die da nicht hinfallen sollten. Das bleibt aber nicht aus. Ich habe dafür den Concealer genommen und das Ganze so ein bisschen aufgepresst, um jetzt im Anschluss einen Sparkle-Lidschatten drauf zu geben aus der Night and Day-Palette. Hier habe ich mich für einen Grauton entschieden. Der hat mir aber in Farbkombinationen nicht so gut gefallen zu dem Pink. Ich wollte etwas mehr, ich wollte es krasser. Und deswegen habe ich diesen holographischen genommen und wow, beste Entscheidung. Es wirkt schon fast ein bisschen galaktisch, aber gefällt mir richtig gut. Die Übergänge habe ich dann noch ein bisschen ausgesoftet. Mit einem Blenderpinsel habe ich die ganzen Farben nochmal übereingeblendet, damit ich keine harten Kanten habe und das alles schön ineinander einläuft und ja, auch eine Einheit bildet. Wow. Ich bin wirklich so, so happy. Also, ja, auf Make-up Revolution ist einfach Verlass, ne? Was wir die letzten
drei Tage vermisst haben, haben wir hier umso mehr bekommen. Richtig nice. Also ich muss wirklich sagen, Props gehen raus. Diese Lidschattenpalette, als auch die Night and Day Palette, könnt ihr euch definitiv anschauen. I like it. Hoppla, ich habe vergessen, eine Wimperntusche zu holen. Und Lashes gibt es, glaube ich, bei Make-up Revolution nicht. Deswegen klebe ich mir jetzt einfach schnell Lashes an, dann haben wir das Problem mit der Wimperntusche abgehakt. Wow, ich habe hier ein bisschen Glitter-Fallout. Das fege ich jetzt einmal kurz weg. Und dann geben wir meinem Gesicht mal wieder ein bisschen Farbe, ne? Sieht ganz schön bleich aus. Es gab nichts Spektakuläres Neues in der Revolution-Theke, was ich jetzt unbedingt hätte mit euch testen müssen. Deshalb greife ich auf einen Klassiker zurück, den ich aber super gerne mag, und zwar den Ultra Bronzer von Make-up Revolution. Haha. Der ist mega. Der ist schön matt, der ist schön aschig, der zaubert ein ganz natürliches Finish und gibt dem Gesicht richtig schön Frische. Und das machen wir jetzt mal. Ich gehe mein Gesicht und wärme es ein bisschen auf. Ich nehme jetzt dieses Hyaluron Matte Fixing Spray. Ach, das Package fand ich so hochwertig irgendwie. Hat mir total gefallen und das ist auch wieder so schwitzig. Also ich muss mir angewöhnen, nicht in diesem Einkaufszentrum mein Make-up zu kaufen. Ey, ist es da so assi? Sorry, aber dafür fehlen mir die Worte. Alles angebrochen, alles angegrabbelt. Oh, wow. Ich möchte nicht meckern, ich hasse es nur. Ich gebe mir das Spray jetzt einfach mal ins Gesicht. Puh! Das riecht irgendwie angenehm, aber irgendwie auch unangenehm. Ich kann es kaum beschreiben. Es hat so eine Mandelunternote, die ich super gerne mag, aber so ein bisschen Muffi dabei. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es schon geöffnet war und eben nicht mehr so gut ist, oder ob es wirklich so riecht. Kann ich euch jetzt kein Feedback zu geben. Jedenfalls ist es ein bisschen sticky auf der Haut, was mir das Gefühl gibt, dass das Make-up so haltbar gemacht wird. Ich habe eine Highlighter-Palette geholt, die war sogar noch original verpackt. Ich bin sehr stolz. Die 4K-Highlighter-Palette beinhaltet diese Farben hier. Ich glaube, die sind krass. Also die sehen auf jeden Fall schon ziemlich krass aus. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, dass ich gleich Overload bin. Ich taste mich mal vorsichtig ran mit diesem wunderschönen Ton hier. In den habe ich mich sofort verliebt, als ich die Palette gesehen habe. Sie sehen tatsächlich auf den ersten Blick auch schon ziemlich glitzerig aus. Also ich glaube, das sind Glitzer-Highlighter. Also ich muss sagen, gefällt mir gut. Ist glitzerig, wie vermutet, aber nicht so überladend und aufdringlich. Die haben Power, aber genau in der richtigen Stärke. Finde ich nice. Gefällt mir sehr gut. Schaut mal diesen Insta-Glow. Kann man tragen, ne? Oh, ich freue mich so, endlich mal einen Look, den ich selber auch total feiere. Also die letzten drei Looks, die haben mich wirklich an meiner Kompetenz zweifeln lassen. Das baut mich jetzt gerade sehr auf. Ich habe hier noch ein Lipgloss. Das ist die Farbe Peaches. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Die Farbe passt nun wirklich gar nicht, aber gut. Der ist aber hier wet. Dieser Applikator, mit dem komme ich nicht zurecht, du. Papagei. Die passt gar nicht. Da muss man auf jeden Fall Stärke rausnehmen. Nur ganz leicht auftupfen, dass er so nudie wird. Dann geht's wieder. Und der ist kühlend. Oh, was passiert auf meinen Lippen? Was ist das? Highly pigmented, buildable, liquid. Das ist ein Blush. Scheiße, runter damit. Ich dachte, das ist ein Lipgloss. Deswegen ist dieser Applikator auch so dick. Oh Gott, ey, ich glaube, ich sollte wirklich an meiner Kompetenz zweifeln. Und sowas nennt sich Make-up-Artist. Ja, Freunde, das ist ein Blush. Deshalb auch der dicke Applikator. Und ich sage noch, ich komme damit nicht zurecht. Warum wohl? Also, ich schaue mal in meine Schminkschublade, ob ich was von Make-up Revolution da habe, was irgendwie hier zu dem Ganzen passt. Aus einem One-Brand-Tutorial wurde dann mal ein Ten-Brand-Tutorial, also ein ganz normales Make-up-Tutorial, aber gut. Ich habe von Manhattan die Soft Matte Lip Cream verwendet. In der Farbe weiß ich nicht. Scheiße. Es ist ein altes Produkt. Ey, ich glaube, wir beenden das Video jetzt. Was bin ich denn für eine Beauty-YouTuberin, Mensch, ey.
Ich zeige euch Produkte in der falschen Anwendung und danach noch alte Produkte, die ihr euch nicht mal nachshoppen könnt. In diesem Sinne, bis morgen. Tschüss.